Willkommen. In diesem Video lernen Sie, wie Paul Heymann im Rahmen seiner Ausführung zur Didaktik als Theorie und Lehre auch auf methodische Fragen zu sprechen kommt. Dabei ist zu betonen, dass Heymann die Frage nach den methodenbildenden Anstrengungen der Didaktik auf drei Faktoren bezieht. Alle drei Faktoren sind direkt auf die Unterrichtspraxis bezogen. Denn der Didakt hat es sowohl in seiner Ausbildung als auch in seiner eigenen Unterrichtspraxis immer mit erstens Normen, zweitens Fakten und drittens didaktischen Formen zu tun. Wie Heymann anhand dieser Dreiteilung methodische Fragen diskutiert, wird im Folgenden erläutert. Ausgehend von der didaktischen Notwendigkeit, konkrete Unterrichtsvorgänge zu reflektieren und zu analysieren, unternimmt Paul Heymann den Versuch, eben dieser Analyse methodische Sicherheit und Eindeutigkeit zu verleihen. Denn jeder Unterricht ist mit Normen, Fakten und didaktischen Formen konfrontiert, weshalb Heymann der Didaktik drei Methoden nahelegt. Denn erstens soll jeder Didakt in der Unterrichtssituation Normenkritik üben, zweitens muss er Faktenbeurteilung leisten und drittens benötigt er ein Formverständnis. Hinsichtlich der Normenkritik stützt sich Heymann auf methodische Voraussetzungen der kritischen Theorie. Er rekurriert dabei auf Jürgen Habermas, wenn er von der normativen Bedeutung des Faktischen spricht. Damit ist gemeint, dass der Unterricht allein durch seine Faktizität gesellschaftlich genormt wird und daher direkt ideologischen Einflussnahmen unterliegt. Gesellschaftliche Mächte und Weltanschauungsgruppen wie der Staat, die Wirtschaft, Parteien oder Kirchen nehmen durch ihre Normsetzung auch Einfluss auf das Unterrichtsfeld. Heymann fordert deshalb vom Didakten methodisch, dass er sich im Sinne einer distanzierenden Analyse und permanenten Ideologiekritik über diese Abhängigkeiten aufklärt. Die zweite wichtige Methode nach Heymann ist die für alle Didaktik notwendige Faktenbeurteilung. Denn die didaktische Urteilsbildung ist angesichts verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen aufgerufen, die vorgegebenen Fakten kritisch zu überprüfen. So stellen Soziologie, Nationalökonomie, Wissenschaftstheorie oder Sozialpsychologie bestimmte Wissensformen zur Verfügung, die auch den Unterrichtsprozess selbst reflektieren. Die Ausbildung zum Didakten, um die es Heymann immer geht, muss also eine Verbreiterung des wissenschaftlichen Tatsachenwissens genauso anstreben wie die reflektierte Anbahnung eines Methodenverständnisses. Da der Didakt immer auch formschaffend am Unterricht beteiligt ist, nennt Heymann als dritte Methode das Formverständnis. Hier bezieht sich Heymann explizit auf die Hermeneutik Diltheis und betont, dass es in der Geschichte der Unterrichtsmethoden den Methodenerfindern, so etwa Pestalozzi, stets um die Schaffung objektiver, zeitüberlegener Verfahren gegangen ist. Die didaktischen Methodensysteme sind aber nach Heymann zutiefst zeitabhängig und historisch, weshalb sie sich in ihrer jeweiligen Zeit auch immer neu zu begründen haben. Dieser grundlegenden Prozesshaftigkeit der Lern- und Bildungsanstrengungen entspricht als theoretisches Äquivalent ein hermeneutisches bzw. phänomenologisches Formverständnis hinsichtlich der verschiedenen Unterrichtsgehalte und Inhalte. Insgesamt stellt Heymann dann die drei Methoden der Normenkritik, der Faktenbeurteilung und des Formverständnisses in den Kontext des persönlichen Unterrichtsstils, der methodisch den Versuch unternehmen muss, ein Maximum an objektiven Momenten zu assimilieren. Dennoch der individuellste didaktische Entwurf muss nach Heymann eine methodisch abgesicherte Antwort auf eine bestimmte epochale Situation sein. In Paul Heymanns Didaktik wird an entscheidender Stelle auf Methodenbezug genommen. Da es im Unterricht erstens um normbildende, zweitens bedingungssetzende und drittens um formschaffende Faktoren geht, ist die Methode des Didakten auf Normen, Fakten und didaktische Formen verwiesen.
Diesen drei Elementen der Didaktik und der konkreten Unterrichtspraxis ordnet Heymann dann auch drei methodische Vorgehensweisen zu. Hinsichtlich der Normen rekurriert Heymann auf Jürgen Habermas' Formulierung zur normativen Kraft des Faktischen, nach der auch äußere gesellschaftliche Faktoren auf den Unterrichtsprozess einwirken. Um sich diese externen Faktoren bewusst zu machen, benötigt der Didakt nach Heymann methodisch eine permanente Ideologiekritik. Das kritische Element gilt auch für die reflexive Überprüfung der von den Wissenschaften vorgegebenen Fakten, die der Didakt beurteilen muss. Schließlich muss der Didakt sich auch hinsichtlich der Bildungsinhalte und Gehalte darauf besinnen, dass er sie hermeneutisch als historisch tradierte Formen zu erschließen hat, um sie in der Folge vermitteln und übertragen zu können. Deshalb sind die didaktischen Methodensysteme immer zeitabhängig und historisch. Der Didakt ist daher seinerseits methodisch darauf verwiesen, eine methodisch abgesicherte Antwort auf eine bestimmte epochale Situation zu finden. Grundlegend für Heymanns Methodendiskussion ist also die Voraussetzung, dass jeder Didakt in seiner Ausbildung und in seiner Unterrichtspraxis Normen, Fakten und didaktische Formen reflektieren muss. Diesen drei Bereichen entsprechen dann noch drei Methoden, die Heymann eingehend diskutiert. Erstens benötigt der Didakt methodisch eine Normkritik, um sich der eigenen gesellschaftlichen und ideologischen Einbindung reflexiv bewusst zu werden. Hier verweist Heymann terminologisch auf die Ideologiekritik der Frankfurter Schule. Zweitens ist der Didakt angesichts der wissenschaftlichen Bestände im Bereich der Methode auch auf eine Faktenbeurteilung verwiesen, weil er die Ergebnisse der Wissenschaften nicht einfach unkritisch übernehmen kann. Und drittens kann der Didakt nach Heymann nicht ohne ein methodologisches Formverständnis auskommen, da er im Sinne der Hermeneutik Dilthey's immer im Prozess einer historischen Überlieferung tätig ist. Insgesamt muss auch hervorgehoben werden, dass der Didakt noch im individuellsten Entwurf eine in diesem dreifachen Sinne methodisch abgesicherte Antwort auf eine bestimmte historische Epochensituation finden muss. In diesem Sinne hat Paul Heymann auch angesichts des Methodenproblems eine ausdifferenzierte Position hinterlassen, die immer noch von großer Aktualität ist.